hat geladen, die Bayern sind gekommen. Und das nicht mal widerwillig. Irgendwie doch schön, sich wieder heimisch und hofiert fühlen zu können. Nach dieser Reise in das, was man die rote Hölle nennt. Ein Abend als Wiedergeburt des Wahnsinns. Ein Mythos wird wiederbelebt für 90 Minuten in Kaiserslautern. Unfassbar. Das sagt, glaube ich, schon alles. Ich denke, heute 50.000 im Stadion, die Stimmung, die war einfach atemberaubend. Ich glaube, wo die Bayern rausgekommen sind zum Aufwärmen, da haben sie alle gepfiffen. Das war, glaube ich, schon fast wie ein Flugzeugstart gewesen. Der FCK ist zurück in der ersten Liga und mit ihm der Betzenberg. Eine Bühne berüchtigt für Dramen und Unerklärliches. Wie jene 24. Minute, als sich Thomas Müller aufmachte, den Favoriten in Front zu schießen. Der WM-Torschützenkönig, ein Mann, von dem es hieß, er habe gar keine Nerven, entnervt seinen Trainer und sich selbst. Muss natürlich ein Tor sein. Egal, ob ich ihn jetzt selber mache. Ich muss ihn eigentlich schon selber machen, aber ich kann natürlich auch querlegen. Und so war der Prolog geschrieben für jene 66 Sekunden, die eingehen werden in die bewegte Geschichte des Betzenbergs. Ivo Iličević eröffnet den Pfälzer Glückstaumel mit einem Tor so überraschend wie überragend. Der Ball kam perfekt und ich habe ihn perfekt getroffen und so war es dann ein perfektes Tor. Auf der Anzeigetafel war das Ergebnis gerade erst eingeblendet. Da ist in Kaiserslautern zum zweiten Mal der rote Teufel los. Iličević diesmal als Vorbereiter für Srđan Lakić, genannt Lucky Lakić. Glücklich in dieser Szene, weil Holger Badstuber-Patz, der Nationalspieler, der Demichelis aus der Startelf verdrängt hat. Und man würde zu gerne wissen, wie es Stefan Kuntz in diesem Moment gelungen ist, seinen Präsidentenkollegen so bei Laune zu halten. Ich glaube auch, dass wir in der ersten Halbzeit total überheblich gespielt haben, mit unseren Chancen total fahrlässig umgegangen sind. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man das Spiel verliert. Ob überheblich, unkonzentriert oder einfach nur unglücklich. Auch in der zweiten Halbzeit, wie hier bei Heimkehrer Miro Klose, fehlten immer irgendwo ein paar Zentimeter. Oder Lauterns Torwart Tobias Sippel stand im Weg. 72% Ballbesitz, eine Dauerdominanz ohne Wirkung. Und so muss sich der Rekordmeister wie im vergangenen Jahr in Mainz die Häme eines Aufsteigers gefallen lassen. Jetzt haben wir gut gespielt, meiner Meinung nach. Ja, wir haben nicht gewonnen und in Mainz war es ganz schlecht. Da haben wir nicht ganz verstanden, was der Trainer wollte. Und jetzt schon. Also eigentlich ist das ein, wie sagt man das gut, ein Unfall. Ein kleiner Unfall aus Sicht der Sieger, die gelb-rote Karte für den Tagesbesten Iličević in der Nachspielzeit. Was die Feierlichkeiten aber wenig trüben konnte. Die Pfalz und ihre Party zur Rückkehr in die Bundesliga und zur Rückkehr als Bayern-Schreck. Ein Abend, der Erinnerungen wach werden lässt an bewegende Bilder am Betzenberg. Wissen Sie, was passiert ist, als Lautern zuletzt mit 2 Siegen in die Bundesliga gestartet ist? Nein. Da ist Lautern Meister geworden am Ende. Ja, dann müssen wir das wiederholen. Na bitte. Und man muss sagen, Trainer Ludwig van Gaal, der hatte das vorher gesagt, aber dass nun der FC Bayern München ausgerechnet beim FCK verliert, das sicherlich nicht. 2 sind heute Abend hier, die gestern maßgeblich daran beteiligt waren. Sie sind beide Kapitäne und wir begrüßen Martin Amedik und Srđan Lakić. Habe ich es richtig ausgesprochen jetzt? Ja, sehr es geht gut. So, oder? Sehr gut. 90%, man nähert sich so langsam. Ja, wie ist das so am Tag, nachdem man den Bayern die Lederhosen ausgezogen hat? Ja, man fühlt sich natürlich ganz gut, ne? Wieder gefeiert? Nein, zieht man um die Häuser? Ein bisschen schon. Ja, was heißt ein bisschen? In Maßen. In Maßen? Wie viel Maß haben Sie zu sich genommen? Also nee, es war recht ruhig. Wir haben im VIP-Raum noch zusammengesessen und haben das sicherlich genossen auch. Denn ja, es war eine großartige Situation für uns, dass wir jetzt so in die Saison gestartet sind und diesen Abend dann natürlich gegen Bayern verleben durften. Und eine Riesensache für uns und auch die Fans. Und ein bisschen ausklingen lassen. Können Sie uns erzählen, wie Sie den Bayern den Zahn gezogen haben? Ich meine, wie macht man das? Ich muss schon sagen, dass gestern alles geklappt hat.
Bayern ist eine sehr gute Mannschaft und gestern waren die auch gegen uns dominant, aber wir haben unsere Chancen ausgenutzt und am Ende Spiel 2-0 gewonnen. Der Trainer hat was Interessantes vorher gesagt. Der Marco Kurz hat gesagt, das habe man bei der Weltmeisterschaft schon sehen können, dass man mit einer kompakten, herzhaften Mannschaftsleistung, wenn jeder zur Sache geht, wenn man die Räume eng macht, wenn man die namhaften Spieler, die besseren Einzelspieler bekämpft, dass man da sehr weit kommen kann. Ja, richtig. Ich denke, der Trainer hat uns sehr gut eingestellt, die ganze Trainingswoche schon über und hat uns super vorbereitet auf den Gegner. Wir haben die Räume eng gemacht. Ich denke, da, wo es dann auch sein musste, sind wir aggressiv zu Werke gegangen, haben viel Leidenschaft in die Waagschale geworfen und die Fans haben uns natürlich auch nach vorne gepeitscht. Trotzdem darf man jetzt ja, irgendwo nicht den Blick da verlieren. Und, Moment, er hat gesagt, es geht so weiter. Er hat ja eben noch gesagt, auf die Frage des Reporters, dann werde man Meister. So habe ich Sie verstanden. Ja. Zweimal gewonnen. Damals im Übrigen auch. Ne? Unter Otto Rehhagel war auch ein 1-0 beim FC Bayern München dabei. Also okay, Sie lassen die Kirche im Dorf, ist klar. Jetzt müssen wir aber einfach mal sagen, mit dieser Atmosphäre, Sie hatten schon einen Zuschauerrekord in der zweiten Liga. Ist das wirklich für einen Profi noch etwas, was einem wirklich hilft auf dem Platz? Ja. Oder ist es nicht so ein Rauschen, was so... Auf jeden Fall. Ich denke, dass die Fans sehr wichtig für uns sind, dass ja. wir... Das hat man gestern auch gesehen, dass wir sehr leidenschaftlich gespielt haben. Und ich hoffe, das wird uns auch in Zukunft viele Punkte noch bringen. Ich denke auch, wenn ich das dazu noch sagen darf. Also es ist eine besondere Atmosphäre auf dem Betzenberg. Ja. Gerade gegen die Bayern, wir hatten Fritz-Walter-Wetter, Flutlichtspiel und das ist schon was Besonderes für uns Spieler, da aufzulaufen. Sagt einem das noch was, Fritz-Walter-Wetter? Ich dachte, das ist zu den jungen Leuten. Ja, das nicht. Absoluter Begriff, ja, genau. Wenn es nieselt, der Boden schön nass ist, ja, dann kann man gut, Wetter, kann ganz man gut genau, zu ja, gehen, ne? Genau. Jetzt muss man dazu sagen, es sind ja namhafte Spieler weggegangen. Also wenn wir mal gucken, Jendrischek ist weggegangen, Sam ist weggegangen, die haben zusammen 25 Tore geschossen. Sie sind jetzt mit 3 Treffern schon vorne mit dabei, stehen jetzt gemeinsam mit Ruud van Nistelrooy, Edin Dzeko und wer ist der Dritte? Stehen Sie da vorne. Ja. Also das ist ja was. Ne? Ich meine, haben Sie damit gerechnet, dass man so schnell diese Lücken dann auch wieder schließen kann? Ich habe schon gerechnet, dass wir bereit sind, um gut zu spielen und erfolgreich zu sein. Jetzt ist es schwer zu rechnen, wie viele Tore man machen wird. Aber kann man nicht vorher sagen, aber dass man da wieder so schnell reinfindet. Nächste Woche sind Sie in Mainz, glaube ich. Ne? Aber wir haben auch eine gute Vorbereitung gespielt und wir steigern uns Woche zu Woche und wir wollen so weitermachen. Ja. Ich denke, das Derby gegen Mainz wird sicherlich das nächste Highlight sein. Jetzt ist erstmal länderspielfrei dann am Wochenende, haben aber eine gute Trainingswoche und dann freuen wir uns natürlich auf das Derby. Und das ist immer gut, wenn man mit so einem Sieg dann auch in die 14 Tage geht, ja? Weil mit der Niederlage ist dann ein bisschen schwierig. Sie sind beide, ich habe das vorhin gesagt, beide Mannschaftskapitäne. Erklären Sie uns mal, normalerweise, ich meine, einer kann nur die Binde tragen. Richtig, normalerweise sagt man, es gibt einen Kapitän und einen Vizekapitän. Bei uns ist es so, dass wir beide gleichberechtigte Kapitäne sind. Klar trägt einer nur die Binde und nicht zwei laufen auf einmal rum, die irgendwo eine Kapitänsbinde haben. Das bin ich dann letztendlich, aber Lucky und ich, wir haben gleiche Aufgaben. Wir sind Ansprechpartner für den Trainer, wenn es um Stimmungen geht innerhalb der Truppe oder bestimmte Sachen geregelt werden müssen und wir sind da gleichberechtigt. Gewählt oder bestimmt vom Trainer? Wie war das? Beides, kann man so sagen. Moment. Ja, ist gut. Das heißt, der Trainer hat den Spielern gesagt, was sie zu wählen haben. Verstehe. Ja, ich meine, da ist die Welt in Ordnung. Das ist so das Magazin. Es ist so abgelaufen, dass wir den Mannschaftsrat letztendlich von der Mannschaft gewählt haben. Und dann hat der Trainer daraus die Kapitäne dann bestimmt. Okay. Ja. Richtig. Ich meine, aus Ihrer Sicht ist da nicht so ein Theater, was gerade da mit Lahm und Ballack läuft, relativ lächerlich. Ich meine, da gibt man halt vielleicht zwei haben raus. Wir einen Tipp für Jürgen Löw. Zum Beispiel? Ja, das beiden Kapitänen. Ja, aber einer kann nur tragen, Leute. Ich glaube, das gibt schwierige Geschichten. Bei uns gibt es da keine Probleme, wirklich. Nee. Letztes Jahr hat das Martin hervorragend gemacht. Und ich denke, dass bei ihm die Binde passt vielleicht ein bisschen besser als bei mir. Inwiefern, darf ich fragen? Farblich oder oder sind es strammer? Vielleicht. So. Ist ein bisschen länger als ich, deswegen. Wenn Sie jetzt die Tabelle sehen, das ist ja ganz prima, nicht? Rahmt man sich sowas ein und hängt sich das so in die Umkleidekabine und sagt sich, hey, guck mal, das, kann so bleiben, schon ganz gerne Saison an. Sofort abbrechen. Das schaut man sich schon ganz gerne an, aber wir wissen, das ist der zweite Spieltag. Was ich auch eben noch sagen wollte, wir haben die Bayern natürlich auch nicht an der Wand gespielt, das wissen wir auch, sondern es muss alles passen, wie Lucky das eben auch gesagt hat. Mhm. Wir haben mit viel Leidenschaft gespielt, diesen 2-0 Vorsprung dann auch verteidigt, wenn die eine oder andere Situation letztendlich dann doch durchrutscht und wir vielleicht doch ein Gegentor bekommen, gerade wo Müller die Chance schon hatte in der ersten Halbzeit. Also das sehen wir auch und deswegen wissen wir auch, dass eine lange Saison noch vor uns ist, aber sicherlich freut man sich auch über diese momentane Situation. Mhm.